Die billigsten Games im Nintendo eShop, genau danach sind wir auf der Suche. Und wir haben heute eine kleine Challenge eingebaut, denn ich darf nur Games im eShop anzocken, die exakt 2,49 Euro kosten. Und wenn du mehr auf solchen Content Bock hast, würdest du den Kanal mega unterstützen mit einem Abonnement. Von daher, danke im Voraus. Erweitere dein Spielerlebnis mit Nintendo Trash. Suchen die billigsten Spiele raus, easy cash. Los Freunde, lass uns in den eShop reingehen. Daumen nach oben, da kann ich leider nicht widerstehen. Okay, da wurden wir schon direkt fündig für übergewichtige Engländer mit Run Sausage Run. Digga, das ist ab 16 freigegeben, das Spiel? Naja, kaufen wir. 50% Rabatt, let's go. Wir haben hier einen Singleplayer-Modus, einen Survival-Mode. Es gibt einen Multiplayer? Ja, na dann gehen wir erstmal in den Singleplayer hinein. Level 1. Ja, was tue ich? Wir können uns ducken und sprinten? Oh no, ich muss mich beeilen. Scheibenkleister. Nein. Oh mein Gott, ist das brutal. Wow! Ja! Level 1, Digga! Scheiße, der Hammer! Ah! Wir wurden durchgeschnitten. Wow! Ja, bleib ruhig davor stehen. Nein! Alter, ist das schwer! Und funny zugleich. Okay, Sausage. Die 2,50 Euro, die müssen sich gelohnt haben. Schön, davor können wir stehen bleiben. Wozu der Abwasch... Abwasch da ist, weiß ich nicht! Speedrun! Nein! Hey, vor allem das Level ändert sich immer ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Also die Reihenfolge, Scheibenkleister zumindest. Wow! Oh, wir haben einen neuen Skin. Auf geht's ins Menü. 40 Münzen. Was können wir so Schönes davon kaufen? Oh, das wäre so schön gewesen. Santa Claus. Oh, hier. Guck mal. Hier ist unser Skin. Das sieht so falsch auf so vielen Ebenen aus. Okay, ganz falsche Wurst. Zeig, was du kannst. Vielleicht haben wir einen Extraschutz mit diesem Anzug. Also bisher ändern sich die Spielelemente auch nicht. Die sind immer noch gleich. First try. Das muss an dem Latex-Wurstanzug liegen. Es gibt verschiedene Maps. Alter, das nenne ich mal eine frische Sense. Bitte tritt nicht auf mich, bitte. Ich bin noch so jung und gut aussehend. Scheibenkleister. Oh, Ente. Ente. Nein. Ach, guck mal. Wenn ich revive, also mit meinem vorherigen Punktestand weiterspiele, kostet das 50 Münzen. Wir können Santa Claus kaufen. Santa, tell me. Wir probieren mal den Beach aus, weil was könnte es für eine geilere Situation als den Beach für Santa Claus geben? Vorsicht, Baby. Du Monster. So, du Dreckskind. Jetzt schlag auf den Boden. Danke. Komm schon, neuer Rekord. Ja, neuer Rekord. Nein! Oh, das war voll der gute Run. Achtet mal auf die Musik, die ist super einprägsam, aber auch gleichzeitig sehr hypnotisierend, fällt mir gerade auf. Werde heute Nacht nichts anderes mehr hören wahrscheinlich. Ach so, lol, ich habe gerade alles eingefroren. Das kann nicht sein, dass das jedes Mal passiert. Ja, let's go, ich werde dieses Game nie wieder anpacken. Ich habe mal ein Revive gestartet, um unseren Highscore zu verbessern. Alter, 78, 79, 100, komm schon. Road to 100, Mr. Krabs. Komm schon, 100. Ja. Ich habe alles erreicht im heutigen Part. Alter, Platz 830. Kurzes Fazit zu Run Sausage Run. Für 2,50 Euro würde ich dem Ganzen locker eine 7 von 10 geben. Aber wisst ihr auch noch warum? Weil die Competition in diesem Game da ist, den eigenen Highscore zu knacken. Von daher 7 von 10 Punkte. Aber schreibt jetzt in die Kommentare hinein, wie ihr das Game findet. Alter, ich muss echt lange nach unten scrollen und ich finde kaum Games, die exakt 2,49 Euro kosten. Eine Minute, 37 Sekunden später. Tin und Kuna. Dreh und schmettere dich durch die bunten, chaotischen Welten von Tin und Kuna. Erkunde Level mit Rätseln und Gefahren. Ja, bla bla bla, bliblablub. Kaufen. Yo, hallihallo. Black River Studios. Sah sehr süß aus im ersten Augenblick. Tin und Kuna, hier sind wir. Ich glaube tatsächlich, dass das für 2,50 Euro halt ein ultra nices Game ist. Eine Ordnung. Ohne Chaos kommt die Ordnung zum Stillstand. Okay. Die Urkugel sorgt angeblich dafür. Ja, die Urkugel. Yeah, yeah. Sind wir ein Affe? Yeah. Achso, wir können sogar springen und das ist quasi einfach ein Rätselgame. Ich habe das Rätsel gelöst! Oh! Wir können quasi wie in Mario so eine Stampfattacke machen, um diverse Knöpfe auf dem Boden einfach zu drücken. Okay. Bitte pass auf, dass du nicht in den Abgrund stürzt. Deine Mama hat mir die Verantwortung über dich gegeben. Und wenn ich ehrlich bin, will ich mit deiner Mama keinen Stress haben. Schwierige Zeiten, Bro. Nein, nein, Ball, Ball. Digga, was muss ich mit diesem Kackball machen? Geh mal hier so runter. Nein, ja. Der Ball muss hier gar nicht hin, oder? Und was war das gerade für ein Move? Das Rätsel-Game beginnt. Das ist Level 1 und ich bin schon ahnungslos darüber, was ich zu tun habe.
habe. Kann es sein, dass er wieder hier so rein muss einfach? Das ist die einzige Aufgabe. Nein, wow, weil er so runtergefallen ist. Tatsächlich, das war die Mission? Wow, das war Level 1. So ist das gesamte Game anscheinend aufgebaut. Okay, ist ein guter Einblick in dieses Game gewesen. Wenn ich dem Game eine Punktzahl geben müsste. Wenn man Rätsel mag, ist es bestimmt ganz cool. Ich würde dem Ganzen, mein persönlichen Empfinden, 6 von 10 Punkten geben. War in Ordnung. Alright, es hat vorhin sehr, sehr lange gedauert, bis wir die ersten Games mit 2,49 € gefunden haben. Von daher probiere ich es mal mit einer neuen Taktik, wo ich irgendwie nicht glaube, dass es funktioniert. Und zwar haben wir die billigsten ganz oben sortiert, also von billig zu teuer. Aber es gibt viel zu viele 99-Cent-Games, wie ich sehe. Eine Ewigkeit später. Alter, nach Ewigkeiten Ghostbumps the Game. Oder Goosebumps? Ab 12. Deine verschlafene Nachbarschaft wurde von Monstern überrannt. Werwölfe streifen durch die Wälder. Gnome graben sich durch die Erde und Vogelscheuchen wandeln um Mitternacht über die Straßen. Das ist ein Game für uns. Digga, mashallah. Freunde, das wird wunderbar werden. Warte mal, ich habe schon einen perfekten Namen für die Situation gerade. Wir nennen uns einfach das männliche Glied. Das ist ein perfekter Name für so ein Game. Ey, Moment, sorry. Warte. Ah! Achso, wir sollen den Schlüssel nehmen. Also das ist so das Einzige, was wir nehmen können. That isn't your locker. Warum ist er... Hey, wo ist denn mein Locker, verdammte Kacke? Hä? Kann ich den Schlüssel für die Pflanzen verwenden? Schade. Kann ich den Schlüssel für den Baum verwenden? Schade. Kann ich den Schlüssel für die Fahne verwenden? Schade. Achso! Bro, ich kann in die Schule reingehen. Okay, wir haben die Lockernummer 420. Was haben wir denn für versaute Dinge hier so drin? Haha, wer ist das denn hier? You put the stickers up at the start of the year and already sick of them. Ah, mein Smartphone. You call me on my cell phone. Hi, Penis. Did you get my message? Du weißt, ich mag es nicht, wenn ich eine Abkürzung durch den Wald benutze. Aber an einem bestimmten Zeitpunkt muss die Mutter eingehen lassen. Ich liebe dich. Okay, unsere Mission ist es, nach Hause zu gehen. Können wir hier entlang gehen? Yes, baby. Ah, wir müssen ja durch den Wald gehen. Wer hat sich die Kacke ausgedacht? Schöner Wald, sieht sehr familiär aus. Oh nein, der Hund ist verloren gegangen. No way. Naja, gehen wir mal weiter. Hier am Anfang des Walds ist ja noch nichts Besonderes, was wir sehen, nicht wahr? Hi, ich bin Penis. Naja, Meister, wir lassen dich mal hier so stehen, okay? Ich muss weiter, ciao. Ich muss zu Mama nach Hause. Ah! Was? Game over? Was ist das für ein Drecksgame, Junge? 2 von 10. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Jawoll! 2,49 € Pocketzocker. Ist sogar ein Game, was nicht im Angebot ist. Alter! Ich mag das Game, die haben genau solche Köpfe wie ich. Argentinien haben wir, Brasilien, England, Frankreich. Wobei, die Brasilienflagge ist falsch. Brasilien. Bro, warum hat die USA so einen Bart? Ja, wir nehmen die USA einfach aufgrund des nicen Barts. Schieß, Junge! Wie schieße ich? Ich bin quasi ins Tor hineingelaufen. Gib mir den... Wollen wir rumknutschen? Frederik, dein Oberlippenbart. Ich muss ehrlich sagen, diese Nähe zu dir, die tut echt gut. Jeremiah, bitte mach das öfter, okay? Aber nicht während des Fußballspiels. Ha! Nein, als ob er den festgehalten hat. Kann ich mir ins Tor stellen? Hier, für dich der Ball. Schieß ein Tor. Ich möchte, dass das Game ein bisschen spannender wird. Hallo? Komm schon, nimm mir nochmal den Ball ab, Meister. Ich glaub an dich. Schieß ein Tor. Nein, komm schon. Das schaffst du. Bro, die CPU hat ja gar keine Chance, an meinem Torhüter vorbeizukommen. Manuel Neuer Level 100 haben wir gerade im Tor. Ich warte so lange, bis ich ihn gegen... Ja! In dem Moment, wo er geschossen hat, war das Spiel zu Ende. Wie bitter ist das? So, Freunde, für 2,50 € haben wir jetzt das erste 0 out of 10 Spiel. Das war der größte Dreck. Welches Spiel hat dir denn heute im Part am besten gefallen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn du jetzt einen weiteren Part Trash Tenno sehen möchtest, zieh dieses Video rein. Dort habe ich mit Abstand die schlechtesten Spiele gespielt. Das darfst du nicht verpassen.